Lesser. Die Talkshow wird Ihnen präsentiert von Fashionfish, dem Factory Outlet in Schönenwerth. Lesser, die Talkshow. Schön, sind ihr mit dabei. Heute mit Anna Meyer, die bereits als 19-Jährige ihre Medienkarriere lanciert hat und sich in den letzten Jahren als Moderatorin und Journalistin im TV und Radiobereich einen grossen Namen gemacht hat. 2016 ist dann ein Umbruch gekommen. Sie hat sich eine Auszeit gegönnt in Mallorca. Und zurück ist sie gekommen mit ganz vielen Ideen und ich glaube auch mit sehr viel Energie. Unter anderem ist ein Online-Magazin entstanden. Sie hat in den letzten Monat, aber auch zurückgefunden zum Malen. Da haben wir ganz, ganz viele schöne Bilder schon gesehen. Über das reden wir natürlich auch. Und es ist ein Buch entstanden, weil auch Schreiben auf einmal wieder ein Thema war in ihrem Leben. Und über das Buch und über Anna Meyer wollen wir heute reden. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich mich auch. Mitgebracht hast du das Buch. Das ist nämlich rausgekommen am 20. September. Ich glaube, sowieso eine verrückte Woche. Es war unglaublich viel. Du hast Geburtstag gehabt, einerseits. Dann ist das Buch rausgekommen. Dann ist auch noch angekündigt worden, Mask Singers. Also, du wirst auch wieder moderieren am Fernsehen. Nämlich beim Privatfernsehen. Und du hast wahrscheinlich auch sonst ganz viel Tolles erlebt. Wie fühlt sich das so? Ja, es ist gerade eine Kumulation. Also man ist so in einem Strudel rein und irgendwie, es kommt immer irgendwie noch mal etwas dazu. Aber es ist auch ein typisch für mein Leben. Also ich habe immer wieder Phasen, in denen eigentlich wie alles gleichzeitig sich wieder verändert hat. Von dem her ist es nicht ganz neu für mich. Mhm. Also kennst du das schon? Ich kenne das schon und ich kann eigentlich auch Du kannst gut damit umgehen. Ich habe dich gebeten, ein Bild mitzunehmen. Ein Bild, das sehr emotional für dich ist. Und es ist das Bild, das wir jetzt, glaube ich, vorher schon gesehen haben, du mit deinem Buch. Ja. Hey, wie fühlt sich das an? So sein eigenes Buch. Ein Buch, das man immer mal davon geträumt hat, in den Händen zu haben. Ganz speziell. Ich habe es eigentlich fast ein bisschen erlebt wie eine Schwangerschaft, das Schreiben von dem Buch und ergo auch wie eine Geburt, wo ich das Buch das erste Mal in der Hand hatte. Also ich bin wirklich emotional geworden, vor allem weil das ein Traum ist, den ich seit über 30 Jahren habe, mein eigenes Buch zu schreiben. Und ich habe es einfach nie gemacht. Und jetzt ist das plötzlich da und man langt es an und es lesen die Leute, es lesen fremde Leute. Und das ist irgendwie ja, ganz ein eigenartiges Gefühl, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Das hat dann dazu geführt, dass du auf einmal gesagt hast, doch, jetzt ist die Zeit reif, jetzt will ich ein Buch schreiben. Und dann doch noch eins, was sehr persönlich ist. Es hat mit der Umbruchphase zu tun, die du vorher angekündigt hast. Ich hatte 2016 einen Bandscheibenvorfall gehabt, bin länger ausgefallen und es hat eine entscheidende Szene gegeben im Spital nach der Operation, wo ich mit meinem Arzt geredet habe und er hat mir gesagt: "Schauen Sie, Frau Meyer, Sie sind jetzt nicht, Sie haben nicht zweimal einen Schuss vor den Bug bekommen, Sie sind zweimal angeschossen worden. Ich hatte zwei Operationen innerhalb von einer Woche an der Bandscheibe und Das ist am Hals, an der Halswirbelsäule. Alle Nerven durchlaufen, doch eine Gefahr ist, dass man sonst etwas verletzt. Ja, man muss auch vor der Operation unterschreiben, dass man eigentlich mit allem einverstanden ist. Und das kann ganz Schäbs rauskommen. Und das hat einiges bei mir in Gang gesetzt. Und ich habe wirklich das Bedürfnis gehabt, einfach mein Leben mal anzuschauen. Ich bin immer durch das Leben durchgekastet. Man hat sehr häufig über mich geschrieben, ich sei Moderatorin auf der Überholspur. Ich bin ja wirklich mit 19 oder, auf die Autobahn und dann einfach mit 200 quasi losgefräset. Und ich hatte das Bedürfnis gehabt, in der Mitte des Lebens auch wirklich mal eine Kadenz zu machen und mal zu schauen, ja, wo stehe ich, wo will ich hin? Hat die Zeit dazu geführt, dass du eine Ahnung hast, warum du früher immer auf der Überholspur warst oder so unglaublich Gas gegeben hast? Ich habe mir das auch überlegt, weil ich mag mich erinnern, ich bin mit 21 Nachrichtenmoderatorin geworden und der Markus Gili damals von TeleZüri hat mir gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich dir den Job wirklich geben soll, weil was machst du mal mit 30? Und damals habe ich einfach so ein bisschen vor mich hingegrinset und habe schon damals eine unglaublich schöne Frau. Ja, da bin ich irgendwie 18, 19. Noch früher? Ja, das ist wirklich sehr jung. Und habe gedacht, was redet er? Ich möchte es doch jetzt. Und ich wollte wirklich immer alles verwirklichen. Und ich habe mir die Gedanken gemacht, warum ich so funktioniert habe. Und ich glaube tatsächlich, dass es ist, weil ich mit 3 meine Mutter verloren habe, sehr früh. Und eigentlich sehr früh gemerkt habe, dass das Leben
einfach endlich ist. Das weiß man zwar, aber wenn man es so erlebt, dass etwas von einem Tag auf den anderen fertig sein kann, dann glaube ich, hinterlässt das Spuren. Das war mir nicht wirklich bewusst gewesen, aber ich habe das Gefühl, das könnte einen Einfluss haben. Das ist ja sehr einschneidend, oder? Mit drei das Mami verlieren, auch auf eine sehr spezielle Art und Weise. Wie war das damals für dich? Magst du, hast du Erinnerungen als Mami einerseits oder auch an die Situation, wo das klar war für dich als Kind, das Mami ist jetzt per sofort nicht mehr da? Ja, ich mag mich nicht mehr wirklich erinnern. Das ist sehr schade, aber eben, ich war drei, also noch sehr jung. Man hat mir einfach gesagt, von meiner Familie, ich sei ein halbes Jahr lang sehr traurig gewesen. Ich habe kaum gegessen, kaum geredet, ich habe auch nicht gelacht. Und dann aber wirklich nach einem halben Jahr, wie wenn man einen Schalter gedreht hat, sei ich wieder die Alte gewesen. Und ich war eigentlich sehr ein fröhliches Kind gewesen, sehr ein resilientes Kind. Also ich habe sehr viel vertreibt und da sehe ich zwar ein bisschen traurig aus. Ich weiss, da hast du einen nachdenklichen Moment gehabt. Ja, die hatte ich aber immer gehabt. Also ich war ein fröhliches Kind gegen aussen und gegen innen hat das schon anders ausgesehen. Also ich war sehr ein nachdenkliches Kind gewesen. Ich weiss noch, ich habe mit 8 mal zu meiner Schwester gesagt, nach der Sommerferien, wo wir in Indien waren und ich dort halt wirklich auch sehr viel Leid gesehen habe, habe ich zu meiner Schwester gesagt, ich glaube, wenn ich wieder in die Schule gehe, die anderen verstehen mich nicht. Und das ist wirklich etwas, das hat mich viele Jahre begleitet, dass ich das Gefühl hatte, so wie ich denke, über was ich mir Gedanken mache, das ist wie, das geht wie zu weit und zu tief, das wird nicht verstanden. Und die Gedanken machen, haben auch mit dem Vorfall zu tun gehabt, oder haben die etwas anderes triggert oder dass du schon viel weiter gewesen bist als die anderen, dass du dich nicht verstanden gefühlt hast oder schon an einem anderen Punkt gestanden bist? Ich glaube einfach, ich war sehr ein reflektiertes Kind gewesen, wenn man das schon sein kann in dem Alter. Aber ich weiss, ich habe mir unglaublich viel meine eigenen Gedanken gemacht und ich war auch sehr gerne allein gewesen, immer schon. Ich habe sehr viel gelesen, ich habe mich wirklich in so die Bücherwelten reingestürzt. Ich bin da abgetaucht. Ich konnte am Wochenende 4 Bücher lesen. Allein irgendwie auf dem Sofa unter einer Decke. Und bin unglaublich glücklich dabei gewesen, wenn ich so in eine Fantasiewelt entschwinden konnte. Das ist auch ein bisschen flüchten, oder? Das ist eine gute Form vermutlich. Von können auch Themen weglassen. Ich denke es tatsächlich. Aber es hat mir wahnsinnig geholfen, auch eben über die Momente zu kommen, wo mir meine Mutter gefehlt hat. Weil ich bin sehr häufig gefragt worden, wie ist das, ohne Mutter aufzuwachsen? Das muss ja sehr schlimm sein. Sie fehlt sicher. Und ich konnte das gar nicht so beantworten, weil ich auch nichts anderes kannte. Und ich glaube schon, dass das vielleicht auch ein Ablenken war. Vielleicht nicht unbedingt ein Flüchten, aber einfach, ich habe mir wie meine eigene Welt angefangen zu zimmern. Und ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man auch als Kind Tools findet. Und das scheinst du gefunden zu haben. Ein Tool, habe ich verstanden, war eben das Lesen. Wahrscheinlich der Boden dann von diesem Buch. Und dann hat es aber auch noch das Malen gegeben. Also ihr habt anscheinend auch in der Küche eine Staffelei gehabt. Dein Papi hat es gemalt. Ja. Und ihr habt dann mitgemalt? Oder? Es ist so, er hat mit Öl gemalt auf Leinwand. Und Öl trocknet sehr langsam. Das heisst, die Bilder sind zum Teil monatelang nicht gestanden. Und immer so ein bisschen halbfertig gewesen. Und wir waren das 5. gewesen, also Kind, 4 Frauen und ein Brüder, den wir haben. Und alle Frauen haben auch gemalt und zum Teil bis heute. Mein Bruder hat das irgendwie ist dem weniger nachgegangen. Aber es war einfach etwas, was uns wie so mitgegeben worden ist. Also wir haben immer gemalt und gezeichnet. Und das war einfach etwas, was uns, glaub, gegeben worden ist, auch als Talent von meinem Papi. Und während dem Lockdown, jetzt letztes Jahr, habe ich sehr viel von meinen Eltern geträumt. Ich habe immer wieder von meinen Eltern geträumt. Und hat dann wie so realisiert, mein Papi hat eigentlich das Malen, das er hobbymässig gemacht hat, nie wirklich verfolgt. Also er hat im Keller 30, 40 Bilder gehabt, wunderschöne Bilder, und hat die nie ausgestellt, hat das aber eigentlich gerne machen wollen. Ergo hat er auch nie ein Bild verkauft und er hat so gern seiner Leidenschaft mehr Platz gegeben. Und ich weiss bis heute nicht, warum er es nicht gemacht hat. Und auf eine Art hatte ich plötzlich das Gefühl, als ich so viel von ihm geträumt habe, dass ich eigentlich wie seinen Weg fortsetze, wo er wie nicht fertig gegangen ist. So schön. Was hast du von Mami geträumt? Eigentlich nicht konkret etwas. Sie sind einfach wirklich fast jede Nacht irgendwo im Traum gewesen. Aber ich habe auch dort mir überlegt, gibt es etwas, das ich wie weiterführen könnte. Ich habe plötzlich das Gefühl, es ist irgendwie
ja, sie stüpfeln ein bisschen und wollen vielleicht, dass ich etwas weiterführen. Und ich bin tatsächlich im Kopf zumindest schon am Schreiben von meinem zweiten Buch. Und das soll die Mutter-Tochter-Beziehung beleuchten, also allgemein. Mhm. Und ich würde gerne ihre Geschichte erzählen. Ich würde es gerne aber als Roman schreiben, weil mir fehlen ganz viele Informationen. Da gibt es ganz viele Lücken, die ich einfach nicht füllen kann. Die unmöglich sind, um das alles wieder zusammenzubringen. Und ich glaube, als Roman könnte ich das schöner verarbeiten, weil dort auch noch ein bisschen Fiktion drin kommt. Mhm. Also es ist schon fast ein Aufarbeiten von der Geschichte von deiner Mami, die sie dir nie hat können erzählen. Ja, eigentlich erzähle ich sie wie selber, oder ich versuche es zumindest. Ich habe noch nicht angefangen zu schreiben, weil ich habe gemerkt, auch bei diesem Buch, es schreibt sich wie zuerst im Kopf. Und dann plötzlich kommt dann der Moment, wo es dann auf Papier zu stehen kommt. Aber ja, es ist sicher noch mal ein Prozess. Ich habe mich viel mit ihr beschäftigt. Aber ich glaube, es ist noch mal ein bewusster Prozess, den ich gerne eingehen würde. Du, so die Wut gegen deine Mami, hast du die früher loslassen? Weil oft, wenn ich als Mami gehe, ist es ja das Verlassenwerden-Gefühl auch. Und vor allem, wenn die Mami sehr bewusst den Schritt ja selber macht. Mhm. Sie hat sich das Leben genommen. Mhm. Die Wut, das ist nie etwas gsi, was dich sehr beschäftigt hat? Oder hast du dich eben gar nicht. Das ist ganz spannend. So viele ja, ja haben, oder? Ja. Bei jemandem, der dann halt selber entscheidet, zu gehen. Ja, das Verlassenwerden habe ich schon als das empfunden, weil das ist es natürlich auch gewesen, aber ich habe keine Wut empfunden. Vielleicht bin ich einfach auch noch zu klein gewesen, weil man schickt sich ja dann wie so ein das Schicksal. Mir hat einmal eine Psychologin gesagt, ja, aber du musst doch Wut verspüren. Lass die raus! Komm, lass die Wut raus! Und ich habe einfach gemerkt, ich schaffe es nicht. Weil ich sehe keinen Grund. Und vielleicht aber auch da, ich habe glaube, von Kind auf, also wirklich von klein auf, immer versucht, andere Menschen zu verstehen. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der, auch wenn jemand ganz eine andere Meinung hat, ich kann das sehr gut akzeptieren und annehmen und versuche eigentlich immer, Gedankengänge zu verstehen, weil ich das sehr spannend finde. Weil jeder hat ja Argumente und eine Geschichte und ein Leben, das eben erklärt, warum man eben so und so denkt. Und nicht jetzt, dass ich auch versuche, meine Mami zu verstehen, dass sie sich das Leben genommen hat, aber ich gehe davon aus, dass das für sie ein Befreien war von einem Leiden, das sie hatte, weil sie halt auf dieser Welt wie nicht mehr können oder wollen existieren. Und das habe ich wie nicht nie als persönlich empfunden, jetzt, dass sie oder dass du Kind etwas damit zu tun hast. Oder? Nein, das ist auch nein, da bin ich zum Glück nie angegangen. Mhm. Nein. Du hast ja dich nicht entschieden, diese Geschichten in das Buch hineinzunehmen, sondern du erzählst eigentlich in dem Buch hinein, deinen Pilotenschein, den du machen tust, mit allen Auf- und Abs. Und lässt dir natürlich einmal sehr viel einfliessen. Warum war es gerade das Fliegen, das du gefunden hast, nimmst du so ein bisschen als persönlichen roten Faden in dem Motivationsbuch? Mir hat die Analogie gefehlt vorher, also bevor ich angefangen habe zu fliegen. Ich habe das Buch vor zweieinhalb Jahren schon schreiben. Und ich wusste, es geht um die Mitte des Lebens, es geht um Umbruchphase, es geht darum, wie man mit schwierigen Themen umgeht, wie man das Leben selber in die Hand nimmt. Und ich habe aber wie, ich habe nicht können schreiben. Es ist einfach nicht gegangen. Und hatte dann wie für mich eigentlich das Gefühl gehabt, ich muss warten, bis ich merke, dass es geht. Also wie so ein bisschen Vertrauen auf den richtigen Zeitpunkt. Und dann habe ich angefangen zu fliegen und bin von der ersten Flugstunde heimgekommen und habe ganz begeistert erzählt zuhause. Und dann ist mir wirklich ist mir wie ein Groschen. Wie sagt man, ein Groschen? Aber nein, das ist ein Groschen. Groschen. Münze. Schuppen von den Augen. Genau. Schuppen von den Augen, genau. Und ja, dann war mir wie klar, das ist die Analogie, weil ich habe gemerkt, das Fliegen hat so viel mit dem Leben zu tun. Mhm. Es gibt ein Beispiel, das gerade in der ersten Flugstunde gefallen ist, nämlich, man kann nicht fliegen ohne Widerstand, also kein Auftrieb ohne Widerstand. Und dann habe ich gefunden, hey, wow, das ist es doch genau, das ist nämlich auch im Leben häufig so. Und ich bin dann heimgekommen und habe wirklich einfach das erste Kapitel geschrieben und jedes weitere auch. Und ich habe das Buch tatsächlich einfach fertig geschrieben und erst am Schluss dann als Ganzes gelesen. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt immer so ein bisschen geschmunzelt, wenn Schriftsteller gesagt haben oder Autoren, ja, es schreibt einfach bei mir. Ich weiss meistens selber nicht, wo die Geschichte hingeht. Dann habe ich gedacht, ja, sicher, man muss da ganz strukturiert vorgehen. Und es ist aber bei mir genauso passiert. Und das habe ich einfach so einen schönen Prozess gefunden, dass du wirklich dich kannst hingeben und es fließt. Und es ist wirklich so im Fluss entstanden. Und ich glaube, das sind die schönsten Momente im Leben, wenn etwas einfach so ohne Widerstand entsteht.
Jetzt ist es ja auch kein Ratgeber, sondern du sagst, es ist ein Motivationsbuch, ja. Wo man sehr vieles auch spürt von dir, also gerade was deine Haltung ist, ein Stück weit, was es mit deiner Positivität oder deinem Optimismus zu tun hat oder woher die Gedanken kommen. Wieso ist dir das so wichtig, dass es diese Komponente drin hat? Welche Komponente? Die Motivation, also dir können bewusst etwas mitgeben von dem, was du über all die Umbrüche mitgenommen hast. Weil mir das wirklich gefehlt hat in den letzten Jahren. Als ich in dieser Phase war, habe ich mir extrem viele Fragen gestellt selber und die Antworten zum Teil wie auch nicht gefunden. Und ich hätte gerne mehr Austausch mit Leuten, die genau im gleichen Prozess gewesen wären. Weil ich habe gemerkt, es war sehr eine anstrengende Zeit. Es hat viel Energie gebraucht. Ich finde, es braucht auch Mut, um sich mit sich selber so auseinanderzusetzen. Sehr. Sehr viel Ehrlichkeit sich selber gegenüber. Man kann nicht schönreden, sondern man muss einfach mal die Fakten anschauen. Und ja, was man eigentlich für Möglichkeiten hat und warum man aber trotzdem irgendwie einfach sein Leben zum Teil so abspult. Oder? Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind so in einem Hamsterrad und merken gar nicht, dass das Leben auch noch passiert gleichzeitig. Und ich habe ganz bewusst mir die Auszeit genommen und wähle mich mir stellen und auch eben, warum ich so funktioniere, warum ich das Schnelle habe in meinem Leben, warum ich alles sofort verwirklichen will, warum ich alles will mitnehmen im Leben, warum ich so eine Neugier habe. Und ich hätte gerne austauscht und das Buch ist für mich eigentlich wie der Austausch, der mir gefällt, den ich wie anderen mitgeben möchte, die vielleicht in einer ähnlichen Phase sind, weil ich kenne wahnsinnig viele Leute, die genau in diesem Prozess jetzt auch stecken und habe darum nach jedem Kapitel zu dem Thema des Kapitels auch Fragen gestellt, die man gerade ins Buch beantworten kann. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Man darf etwas damit machen, wenn man lesen soll. Ja, man soll. Das wäre eigentlich das Ziel, dass es noch dein Buch ist. Weil ich habe gemerkt, wenn man etwas abschreibt, ist mir selber so gegangen, wird es einem noch mal ganz anders bewusst, als wenn man nur darüber nachstudiert. Du hast vorher die Frage noch geschnitten und hast ja schon gesagt, was es etwa gewesen ist, das Tempo, das du angesprochen hast, will alles machen. Hast du eine Antwort darauf gefunden? Das Gefühl hat, du müsstest alles machen. Das war ja ein Stück weit deine Karriere gewesen, auch von 20 dann bis 2016, wo du dich bewusst rausgenommen hast. Ich glaube, es sind verschiedene Aspekte. Ich glaube einerseits, dass ich einfach mir wirklich bewusst bin, dass das Leben nicht ewig dauert. Ich glaube wirklich, je älter man wird, desto mehr wird einem bewusst, dass es ein Wimpernschlag ist, wo wir da sind. Und plötzlich ist alles fertig. Und ich glaube wirklich, dass man wie das Beste versucht, aus dem Leben zu machen. Ich glaube aber auch, dass ich tatsächlich einfach sehr ein neugieriger Mensch bin. Und wie, ich bin wie ein Schwamm, ich will alles aufsaugen. Was ich aber auch noch den Eindruck habe, ist, ich habe gemerkt, auch mit meinem ersten Kind, dass es ein schönes Gefühl ist, wenn ich gebraucht werde. Und beim Arbeiten, wenn du deinen Job erledigst und erfüllst, dann wirst du ja auch wie gebraucht, oder? Das Puzzleteil für das grosse Ganze wie gebraucht. Und ich glaube, es hat auch noch Komponenten mitgespielt. Das ist ein Stück weit Sinnhaftigkeit, oder? Was einem auch geben tut. Ja. Jetzt bist du früh Mami geworden, das erste Mal mit, also finde ich früh, mit 24. Und dann hast du dann nochmal 10 Jahre später dann ein zweites Mädchen gehabt. Die unterschiedlichen Phasen vom Mami-Sein. Das eine ist ja wirklich das erste Mal Mami-Sein in der Zeit, wo du wirklich auf der Überholspur warst. Und dann wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, These ein bisschen bewusster, Mitte 30. Hat das auch etwas mit dir gemacht? Es sind komplett verschiedene Herangehensweisen, sage ich jetzt einmal. Also ich als Mutter bin sicher anders. Ich bin mit 24 auch sehr unbeschwert gewesen. Das Kind war einfach dabei. Also ich habe meine älteste Tochter überall hin mitgenommen. Ich hatte so das Gefühl, ich war ja schon da, mein Leben hat es schon gegeben. Es ist jetzt einfach plus eins. Und durch das sind wir aber ganz speziell miteinander verbunden bis heute. Also wir haben ganz, fast schon eine symbiotische Beziehung. Weil wir halt viel auch allein, zweite, durchs Leben gegangen sind und sie wirklich überall dabei war. Was mir auch auffällt, ist bei den kleineren beiden, dass sie wie mehr auf Kinder fixiert sind. Also die spielen dann mehr miteinander. Oder wenn wir irgendwo hingehen, suchen sie andere Kinder. Suchen. Und meine Älteste war eigentlich sehr häufig auf Erwachsene fixiert. Und das ist wirklich einer der grossen Unterschiede, den ich gemerkt habe. Und für dich als Mami gibt es auch einen Reifeprozess. Und so unabhängig, dass du sie immer mitgenommen hast. Weißt, dass du ja, auf jeden Fall. Also ich denke, mit 24 oder Mitte 30, da ist viel gegangen.
ich glaube tatsächlich, so das Unbeschwerte, das man in sehr jungen Jahren hat, hatte ich wahrscheinlich etwas weniger gehabt, mit den 30. Also man ist bewusster, auch vorsichtiger, man sieht mehr Gefahren. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, ich bin mir treu geblieben, was Muttersein an und für sich anbelangt. Ich habe vielleicht, weil ich es nicht hatte, mir geschworen oder auch mir gesagt, dass es einfach sehr wichtig ist, dass meine Kinder Selbstbewusstsein mitbekommen, dass sie sich gut finden, dass ihnen das auch gesagt wird. Und also es vergab wirklich keinen Tag, wo ich ihnen nicht sage, ich liebe dich wirklich über alles und ich finde es einfach so super, so wie du bist. Und ja, aber wirklich, ich sage es von Herzen. Und das ist einfach etwas, was mir unwichtig ist, weil ich finde, Selbstliebe, das ist einfach, glaube ich, das Wichtigste und der Schlüssel zu ganz vielem, dass man wirklich mit sich selber zufrieden ist und das Leben kann leben, das man auch verdient hat. Hat man dir das gesagt als Kind? Nein, ich habe das, mir hat wirklich da auch der Mutterpart gefehlt. Ich muss aber auch noch sagen, mein Vater hat 5 Kinder allein großgezogen. Ihm hat wahrscheinlich einfach auch Zeit gefehlt. Also es ist nicht so, dass er uns nicht gerne hatte, aber es war eine andere Zeit. Damals hat es kein Homeoffice gegeben, er hat aber Homeoffice gemacht. Also er hat wirklich dann nach dem Tod von meiner Mutter zu Hause gearbeitet. Ich habe noch Windeln getragen. Also es ist wirklich eine Ausnahmesituation für ihn gewesen. Ich kann mir das kaum vorstellen, wie das muss gewesen sein. Auch als Mann allein in einer Zeit, wo es wirklich einfach, das ist damals nicht modern gewesen. Das hat es einfach nicht gegeben. Und wenig Unterstützung. Und von dem her, ich glaube, er war wie am Strugglen oder wirklich am Kämpfen, dass er uns 5 Kinder einigermaßen gut durch die Jugend durchbringt. Und ihr ja wahrscheinlich auch am Strugglen, oder? In dieser ganzen 5 Kinder und dann ja, allein. Obwohl ich muss sagen, weil wir halt so viel waren, dass ich das immer sehr schön gefunden. Das ist auch der Grund, warum ich auch selber Familie wählen wollte. Bei uns war es immer laut, es ist auch lustig. Wir waren eine wilde Familie, eine abenteuerreiche. Also, wir haben sicher nicht irgendwie nach Strukturen gelebt. Und das hat uns aber sehr zu starken Charakteren geformt. Ich glaube, unsere Geschichte hat uns auch zu dem am Schluss gemacht. Und ich habe sehr früh, mit 11 Jahren eben gewusst, ich wollte mal ein Buch schreiben. Mit 12 Jahren habe ich gesagt, ich gehe zum Radio arbeiten. Und ich habe dann sehr zielstrebig auch die Ziele verfolgt und habe nie Hilfe gehabt. Also ich habe nie einen Papi gehabt, wo irgendwie ja, Türen aufgemacht hat. Oder? Und das war für mich entscheidend gewesen, wie ich auch mein Leben natürlich dann gelebt habe. Was hast du für eine Beziehung zum Papi gehabt bis zum Schluss? Die Ängste von uns Geschwistern, weil ich halt einfach wirklich nur ihn hatte. Und ich habe als Kind sehr häufig ja, ein bisschen Angst gehabt davor und Respekt, weil er ist recht viel älter gewesen. Er ist eher ein älterer Papi gewesen, dass ich ihn auch noch verliere und dass ich dann weise bin. Das ist für mich eigentlich so sehr ein prägender, dominierender Gedanke gewesen. Er ist 1931 geboren. Wir haben jetzt nicht die ganz enge Beziehung gehabt. Er hat natürlich sehr viel erlebt, jetzt rein vom Jahrgang her. Auch eine schwierige Kindheit gehabt und hätte jetzt nicht so Wärme können zeigen. Also von dem her sind wir nicht jetzt, sehr körperlich nahe gewesen, aber geistig schon sehr verbunden. Was ich sehr beeindruckend finde, oder? Du hast ja eigentlich eine Kindheit, wo viele andere irgendwann in Drogen kommen, das ist etwas. Also ja. Gerade mit dieser Ausgangslage, ja. Die du hast, ja. Also muss man sagen, du hast wahnsinnig viel daraus gemacht. Und zwar das beeindruckendste finde ich, ist die positive Haltung, die man übrigens sehr in den Büchern spüren tut. Ja. Dein Ansatz, immer wieder das Gute will zu sehen und auch zu verstehen, es weit zu suchen und etwas, etwas sehr Vergebens finde ich auch. Weißt du, her, dass du das hast können machen für dich? Weil das ist ja oft das, was dann den meisten nicht gelingen tut. Ja, ich staune auch ein bisschen. Ich glaube, ich bin sehr ein resilienter Mensch und ich weiß, dass ich das als Kind schon war. Mein Papi hat irgendwann mal gesagt, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, die Welt kann zusammenstürzen und die Anna steht noch gerade. Und der Satz ist mir sehr geblieben, weil es ist wirklich so, auch in hektischen, schwierigen Situationen, ich werde je ruhiger, je chaotischer es um mich herum wird. Und das ist, glaube ich, einfach etwas, was ich kann, wo ich dankbar sein dafür, weil ich weiss, ich glaube, es gibt andere Menschen, die zerbrechen an gewissen Sachen. Und für mich
ich konnte zum Glück das Positive und Stärke daraus ziehen. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, dass man nur mit Akzeptanz und Vergebung tatsächlich, wenn man wie sagt, es ist okay, es ist passiert und das ist jetzt einfach mein Leben, dass man weitergehen kann und in die Zukunft gehen. Ich kenne auch Leute, die immer in der Vergangenheit hocken und ganz viel Wut in sich tragen. Und ich glaube, es ist einfach nicht gesund und man steht sich selber so im Weg, weil ich bin der Überzeugung, dass die Kindheit sehr prägend ist, natürlich für den Charakter von jedem Menschen. Aber wenn man es vergleicht, man sagt so die 10, 20 Jahre zu Hause, nachher mit dem ganzen Leben, das man ja vor sich hat, dann frage ich mich schon, warum man nicht einfach wirklich als Steuer sitzt und das Leben selber steuert und etwas anderes daraus macht. Und der Entscheid habe ich ganz bewusst, ich mag mich extrem gut an den Moment erinnern, mit 12 gefällt, wo ich wie gewusst habe, okay, es gibt einfach die Möglichkeit, dass ich selber für mich sorge, dass ich mal ein besseres Leben habe, als das, was mir jetzt mitgegeben worden ist. Und das hat sich eine Wahnsinnskraft auch, oder? Ja, es ist ein entscheidender Mantra, Moment. Das Mantra, was sich dann auch mitgibt auf den Weg. Ja, also ich habe dort gemerkt, in dem Moment, entweder gebe ich mich der Verzweiflung hin und bedauere mich wahnsinnig für alles, oder ich bin selbstbestimmt und suche meinen Weg. Und ich habe mich dort zum Glück fürs Zweite entschieden und das hat mich immer geprägt. Und das ist aber für mich nicht etwas, das ich verdränge, sondern ich glaube, ich tue mich sehr bewusst mit allem auseinandersetzen, was mir passiert ist und passiert, und gehe dann aber weiter. Mhm. Das hast du auch mit 16 gemacht. Du bist mit 16 ausgezogen. Mhm. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das für dich gewesen wäre, wenn deine erste Tochter mit 16 rausgegangen ist. Also ich habe mir das ein paar Mal überlegt. Ich habe es übrigens auch gemacht. Aber das ist auch schon sehr einschneidend. Es braucht vor allem wahnsinnig viel Mut. Mhm. Ist das auch aus dem Entscheid herausgekommen? Weil du mit 12 gesagt hast, ich nehme jetzt mein Leben selber in die Hand und ich wollte gar nicht mehr irgendwie mit einem Stück weit von dieser Vergangenheit konfrontiert. Absolut. Also das hat nur mit dem zu tun. Ich habe wirklich gemerkt, ich muss allein meinen Weg gehen. Und ich kann den nur allein finden. Und für mich hat es eben gar keinen Mut gebraucht. Es war noch spannend. Ich war dort im KV, im Kinderspital Zürich. Und meine Kollegen, die haben mich so bedauert, die hatten so Mitleid mit mir. Dass ich jetzt allein ist. Oh Jesus Gott, schaut da niemand. Und so. Und ich habe das so befreiend gefunden, weil ich bin, meine Vorher gesagt, dass ich gerne allein war immer. Ich habe das genossen, ich habe gekocht, ich habe Wäsche gewaschen, ich habe mein Leben gelebt. Und es ist noch spannend, was du vorher gesagt hast, mit, dass ich nicht irgendwie in Drogen gerutscht bin. Ich habe wirklich tatsächlich noch nie Drogen konsumiert. Du hast keine Ablenkung gebraucht? Nein, und ich habe nie über die Stränge geschlagen. Aber ich glaube auch, weil ich mit 16 ausgezogen bin, ich habe gewusst, ich wohne jetzt in der Stadt Zürich, ich bin vom Land gekommen, ich wohne jetzt in der Stadt Zürich. Und das wäre so die grosse Enttäuschung, vermutlich auch für meinen Vater, wenn ich jetzt einfach würde dumm tun. Oder wenn ich jetzt einfach würde, quasi wie nicht auf mich aufpassen. Und ich glaube, ich war damals fast erwachsener als heute. Also ich war so seriös und habe wirklich so mein Leben gelebt und meinen Haushalt geführt. Und wenn ich schaue, wie es bei meinen Kindern ist, nein, ich wünsche keinem von denen, dass sie mit 16 ausziehen. Aber die haben natürlich auch ein anderes Setup gehabt. Ganz viel Liebe von dir. Ganz ein anderes Setup. Dann bleibt man wahrscheinlich. Ein Zuhause. Ich glaube, es ist auch das Gefühl vom Zuhause. Ja. Das hast du dir eigentlich immer müssen selber geben. Aber irgendwie scheint schon mit 16 doch auch ein bisschen noch zu sein. Du hast gleich eine Essstörung gemacht. Mhm. Und auch bewundernswert, du bist selber rausgekommen. Ja, weil es mir bewusst war. Also die ist wirklich kurz nach dem Ausziehen, hat die Essstörung angefangen. Und ich glaube wirklich, ich bin einfach innerlich leer gewesen. Es ist wahnsinnig viel Druck auf dem jungen Mensch, also der jungen Anna, sage ich jetzt einmal, gelastet hat. Und ich wollte es auch so gut machen. Ich wollte es einfach immer gut machen. Ich wollte nie eine Belastung sein für niemanden. Und es war eine innere Dürre, eine innere Leere. Und ich glaube, ich habe einfach aufgehört zu essen. Und der entscheidende Moment war, als auch wieder meine Lehrlingskollegen mich darauf angesprochen haben. Weil irgendwann haben sie es einfach gesehen. Und ich habe das Gefühl, das merkt niemand. Und sie haben es dann schon gemerkt und gesagt, hey, wir machen uns Sorgen um dich. Und mir war das so unangenehm, dass sich andere Menschen außerhalb der Familie sich Sorgen machen um mich. Das habe ich nie gerne gehabt. Mitleid auch nicht. Das sind so zwei Gefühle, mit denen kann ich gar nicht umgehen. Und das war für mich wirklich der Trigger, um zu sagen, nein, jetzt muss ich wirklich schauen. Und es war schon ein Weg. Also, weißt, so einfach, wie es jetzt klingt, ist es nicht gewesen. Es ist ja ganz, ganz viele Frauen schaffen das nie. Es hört nie auf, oder? Ich glaube, es ist eine Sucht. Es ist ein Suchtverhalten wie jede Sucht.
wo du vermutlich das Leben lang in dir trägst. Ich glaube, weißt du, wenn jemand raucht und aufhört, oder, ja. sagen ja viele, ja, die Lust ist immer noch da, aber ich tue es bewusst machen. Bei mir ist es tatsächlich nicht mehr wirklich ein Thema, aber vielleicht wird es irgendwann plötzlich wieder eins werden, wenn ich auf eine Art triggert wird durch irgendein Thema. Ich kann es nicht sagen. Es ist kein Thema mehr momentan, aber damals schon ein langer und mühsamer Weg zurück gewesen, weil wenn man sich so bewusst entscheidet, wie im Essen keinen Genuss zu sehen, sondern wirklich Nahrungsaufnahme, dann kostet es einiges, um wieder eine Normalität ja, und vor allem, also das Krasse, was ich finde, ist, das ist der Kampf mit dir selber. Du bist im Kampf mit deinem Körper, wo das Haus ist, wo du drin wohnst. Das macht ja schon auch unglaublich viel, oder? Also das, was man eigentlich so für Selbstliebe braucht, auch dass man den Körper hat, als das, oder? Man sagt, ich kann mir auch selber gern oder Liebe geben, das fällt ja wie weg. Da muss ja dann etwas passiert sein, dass das dann hast können. Ja, das ist... Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Also ich glaube, schlussendlich sind wir wieder bei der Selbstliebe. Oder? Wenn man sich selber nicht gern hat, wieso soll jemand anderen dem gern haben? Und ich glaube schon, dass ich sehr stark in meinem Leben, vor allem auch in jungen Jahren, eben das Zuhause gesucht habe. Wo ich mir jetzt aber auch selber kreiert habe. Ich habe es jetzt mit meiner Familie. Und das ist für mich unglaublich wichtig. Also, da kann jeder Job von der Welt kommen. Die Familie geht für mich immer vor. Das ist einfach für meine Säule, mein Anker. Das ist einfach unglaublich wichtig. Also wenn das wie nicht funktioniert, dann merke ich, funktioniere ich sonst nicht. Also das ist ganz, ganz elementar wichtig, damit ich überhaupt so viel leisten kann, wie ich eben auch leisten beruflich. Wir haben noch ein paar Fragen. Die Zeit rast gerade schon wieder. Also man spürt sehr viel. Jetzt haben wir morgen zum Buch machen. Mal schauen, ob es da innen auch ein paar Fragen für das Buch hat. Darf ich einfach einen nehmen? Ja, du darfst mal zwei nehmen. Zwei? Genau. Gut. Hat es einen Einfluss mit der Farbe? Positiv, negativ? Nein, überhaupt nicht. So, soll ich aufmachen und sehr lesen? Sehr gerne. Aber man spürt sehr, oder? Das ist viel Persönlichkeitsreife. Drin im Buch, unter dem, was du jetzt gesagt hast, sind sie wunderbar, was da für dich ja. Auch zu einem Buch. Welches Buch hat dich zuletzt bewegt? Ich habe jetzt gerade die Bücher gelesen von der Lucinda Riley, die sieben Schwestern. Sie ist gestorben, kurz nachdem sie das letzte Buch veröffentlicht hat, beziehungsweise es gibt noch einen letzten Teil, wo jetzt ihren Sohn weiterschreibt. Und sie hat einfach eine Gabe, die Traumwelten zu kreieren und einem wirklich in ferne Länder mitzunehmen, in andere Kulturen. Und man hat das Gefühl, man sitzt dort mit drin, man schmeckt die Umgebung und alles. Und das ist einfach so ein Talent, wie sie geschrieben hat. Und ja, leider ist sie verstorben. Wir nehmen noch mal eine. So, was war deine aufregendste Moderation? Oh, wow. Was war meine aufregendste Moderation? Es ist vielleicht ein Moment, wo jetzt nicht wirklich eine Moderation war, sondern eher ein Interview. Das war ganz, ganz am Anfang meiner Karriere Tele Zürich. Ich hatte einen Wett mit meinem Chef, dass ich es schaffe, während dem ersten Jahr von People, das war so ein Gesellschaftsmagazin, dass ich es schaffe, den Michael Schumacher zu interviewen. Und er hat gesagt, hey, ich verwette alles, dass du es nicht schaffst. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich konnte in die Westschweiz fahren, zu dem Fußballplatz, wo er hobbymäßig gespielt hat. Und er ist dann wirklich mit seinem Ferrari gekommen und ich mit einer kleinen Kamera dort gestanden und habe ihm kurz die angehebt und zwei, drei Fragen gestellt. Das Problem ist nur, das Mikrofon ist nicht gelaufen. Oh nein! Und darum aufregendst. Ich bin zurückgekommen und hatte die Bilder, aber keinen Ton. Und wir konnten sie nicht wirklich verwenden. Nur so für eine Schlagzeile mit Musik darunter. Und ja, darum aufregendste Moderation. Die bleibt mir. Jetzt habe ich dich in der Maske übrigens eine Karte ziehen. Ja. Da waren ganz viele wunderschöne Karten. Gewesen, und du hast die gezogen. Aus welchem Grund? Es erinnert mich an eines meiner ersten Bilder, die ich verkauft habe, vor 20 Jahren. Ich war genau an so einem Ort, auf einer Klippe, und bin so gestanden, mit den Armen ausbreitet. Und ich habe das Bild dann gemalt und nicht verkaufen. Und dann ist eine Frau auf mich zugekommen, die das unbedingt wollte. Sie war gerade in einer Scheidung und hat gesagt, das strahlt so viel Zuversicht, Kraft, Freiheit aus. Es würde mir eine Ehre sein, wenn ich das dürfte, bei mir in der Stube aufhängen.
dann habe ich wie ihr müssen das Bild geben. Ich habe das Gefühl gehabt, das gehört dort an. Und sie bzw. ihr jetziger Partner sind auch der Grund, warum ich wieder angefangen habe mit Malen, weil ich bin aus Versehen in ihn hineingelaufen und er hat gesagt, malst du noch? Und ich habe gesagt, wieso weißt du, dass ich male? Dann sagt er, ja, ich bin der Partner von dieser Käuferin von deinem ersten Bild und das hängt immer noch dort in der Stube und das hat ihr einfach auch viel Kraft und Zuversicht gegeben. Und das habe ich auch schön gefunden und das erinnert mich an den Standort, wo ich damals die Fotos gemacht habe, die zu dem Bild geführt hat. Und das ist jetzt auch, du hast angesprochen, du hast ein eigenes Atelier, Seefeld, ja. Und malst Bilder, ja. Runde. Ja. Da gibt es auch eine spezielle Geschichte dazu. Aber ich glaube, das Schöne an deinen Bildern ist, dass du das, was dein Vater ja gemacht hat, du malst über eine gewisse Zeit, wie du nicht willst, an der Oberfläche sein. Ja, das ist mir ganz wichtig. Die entstehen über mehrere Wochen, manchmal Monate auch. Ich male immer wieder dran, manchmal male ich es auch komplett um. Und die erste Serie heisst «What's beneath the surface?», was ist unter der Oberfläche. Und ich habe irgendwann gemerkt, das ist eigentlich das Gleiche, was mich allgemein im Leben antreibt und umtreibt. Also bei meinen Interviews, die ich mache, beim Schreiben, ich will immer hinter die Fassade schauen, ich will tiefer gehen. Und die Bilder stehen eigentlich auch für das. Und ich habe gemerkt, das ist wie eine andere Art von Kommunikation, wo ich mich auch ausdrücken kann. Über das Haptische, über das mit den Händen arbeiten. Total schön. Ja. In der Fassade schauen, das hast du, glaube ich, sehr ausgiebig gemacht mit dir in den letzten paar Jahren. Jetzt haben wir ja auch sehr viel über die Wendepunkte geredet. Wenn du dich heute mit 44 anschaust, wo steht denn Anna Meyer heute? An einem schönen Ort. Ich will nicht mehr 20 sein. Ich merke, mit den Jahren kommt da so eine gewisse Gelassenheit. Ich glaube, ich habe den Eindruck, auch wenn ich mich selber wie beobachte, dass ich viel mehr in mir ruhe. Ich gerade nicht so rasch aus dem Konzept. Ich tue mich nicht mehr auf so Nebensächlichkeiten so einlassen, mich festbeissen. Das habe ich eigentlich früher sehr gut können. Wo einfach nur Energie schlucken, wo viel Energie entziehen. Ich glaube, ich bin sehr achtsam mit mir selber. Ich schaue auch wirklich bewusst zu mir, dass ich gesund bleibe, dass ich das Leben, das ich habe, das ich ein riesiges Geschenk finde, dass ich das so kann und darf weiterleben. Mhm. Wie viel hat dein Partner damit zu tun, mit dieser Gelassenheit? Viel. Viel. Er ist, du hast ihn, muss dazu sagen, dass du ihn in Mallorca kennengelernt, obwohl du gerade auf der Suche warst. Gar nicht. Und gar nicht. Hat dich auch genommen mit 3 Kindern und einem Hund. So grosszügig, gell? Ja, ich sage in der heutigen Zeit, gell? Ist es es ist schon ein Punkt. Also, ich bin auf das Mallorca gegangen mit 3 Kindern und gar nicht auf der Suche gewesen. Ich wollte allein sein. Ich wollte ganz bewusst allein Zeit verbringen. Und habe dann auch per Zufall ihn kennengelernt. Er übrigens gerade in einer ähnlichen Situation. Er hat kein Kind, aber er hat auch gerade eine Beziehung hinter sich gehabt und auch gesagt, ich möchte einfach allein sein. Und also wir beide nicht auf der Suche. Und so hat es uns aber irgendwie gefunden. Und es ist aber sehr rasch, sehr intensiv geworden. Und was mir gefallen hat an dieser Situation ist, er hat keine Ahnung gehabt, wer ich bin und was ich mache. Ich bin einfach die Mutter mit diesen 3 Kindern. Und er hat mich sehr mögen und auch lieben gelernt, als ich, als meine Person. Als Anna Meyer. Als Anna eigentlich. Und das war für mich so befreiend und so heilsam, weil ich habe gemerkt, ich muss so nichts darstellen. Und dass ich auch genüge, ohne spannenden Job im Rücken. Dass ich einfach als Mensch mit meinen Gedanken, mit meinem Rucksäckchen, den ich habe, eigentlich gut genug bin. Und das war für mich wirklich ein sehr lehrreicher und heilsamer Prozess gewesen. Also man spürt unglaublich, wo du im Leben stehst und dass da ganz, ganz viel auch schon Reflexion drin ist und auch viel Weisheit, finde ich, mit 44. Danke vielmals. Und all das gibt es in dem Buch. Übrigens, 2 dürfen wir verlosen. Wenn ich heute mitmache, sehen wir jetzt bei uns eingeblendet. Und ich weiss, du wirst es auch nachher noch schnell unterschreiben. Ja. Für all die, die sie jetzt noch nicht gelesen haben oder noch nicht zuhause haben, wieso soll man es lesen? Man soll es lesen, wenn man Lust hat, sich mit dem Leben und sich auseinanderzusetzen. Und ein bisschen Zeit investieren. Es ist ein bisschen Arbeit, das Buch. Es ist ein bisschen Arbeit. Ja. Ja, ich will es machen. Mich hat es sehr angesprochen. Danke vielmals. Danke. Bist du da gewesen. Alles Gute. Ich freue mich auf das zweite Buch. Ich glaube, auch das wird etwas ganz Schönes. Und wird nochmal sehr viel von dir wahrscheinlich auch zeigen. Weil übrigens auch das, finde ich, schon sehr viel von der Anna zeigen tut. Also
toi, 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 auch mit dem Buch und allem, was er kommt. Ja, und uns gibt es auch wieder am nächsten Montag, dann mit einer anderen Geschichte und einem anderen Leben und einer anderen Person. Ich würde mich freuen, wenn du wieder immer schaust. Bis dahin, hab dir Sorge, bleib gesund. Tschüss. Lesser. Die Talkshow wurde Ihnen präsentiert von Fashionfish, dem Factory Outlet in Schönenwerth.